Pelican Bay ist ein Brettspiel von dem Drei Hasen in der Abendsonne Spieleverlag, in welchem es darum geht, sich ein Inselparadies für Pelikane aufzubauen. Zunächst wird das Spiel vorbereitet, indem die 67 Liegekärtchen gemischt werden und als Nachziehstapel verdeckt abgelegt werden. 16 Karten davon werden als Reservestapel daneben gelegt und mit der Deckelkarte gekennzeichnet. Die 7 Pelikane werden gleichmäßig an die Spieler verteilt, die restlichen werden als neutrale Pelikane neben den Nachziehstapel gelegt. Die Spielerreihenfolge wird mit Hilfe der Positionskärtchen ausgelost. Nun wird noch ein Schriftführer bestimmt und die Namen der Spieler werden in den Block eingetragen. Der rechte Nachbar des Startspielers nimmt 3 Kärtchen und legt sie mit 2 Seiten passend aneinander auf dem Tisch. Jeder Spieler hält 2 Kärtchen auf die Hand. Es besteht Zugzwang. Nun werden die Kärtchen von den Spielern abwechselnd so gelegt, dass sie mindestens 2 Kärtchen seitlich passend berühren. Während eines Zuges dürfen die Spieler sowohl eine als auch 2 Kärtchen legen. Beide Kärtchen müssen aber auch an dasselbe Gebiet angelegt werden. Wer mit seinen Kärtchen ein Gebiet schließt, kann auf 2 verschiedene Arten werden. Entweder er setzt einen fremden Pelikan auf das gewertete Gebiet, nimmt sich 2 neue Kärtchen und legt sie an ein anderes Gebiet an und wertet dann das Gebiet, an welches er gerade neu angelegt hat, plus das Gebiet, auf welchem der Pelikan steht. Des Weiteren kann er einen fremden Pelikan auf das geschlossene Gebiet setzen und wertet dann dieses plus das größte verlängerte offene Gebiet. Für jedes Kärtchen in den gewerteten Gebieten erhält er einen Punkt. Pelikane dienen hierbei als Markierungssteine. Man kann jeden Spieler Pelikane klauen und dann nach der Wertung in den eigenen Vorrat hinzufügen. Pelikane bringen der Entwertung Vorteile. Die Punkte werden auf dem Block notiert und addiert. Ist der Zielstapel während einer Runde aufgebraucht, wird diese Runde mit dem Reservestapel zu Ende gespielt. Danach beginnt die Endrunde. Für die Endrunde ändert sich die Reihenfolge und zwar mit den Punkten aufwärts, soll heißen, der Spieler mit den wenigsten Punkten beginnt. In der Endrunde dürfen nur einmal 1 oder 2 Kärtchen gelegt werden, nachziehen und Joker entfallen. Für jeden Pelikan im Besitz eines Spielers gibt es 3 Bonuspunkte. Diese werden zu den Punkten auf dem Block addiert. Wer nun am meisten Punkte hat, gewinnt. Sie haben sich gerade das Video zu dem Brettspiel Pelican Bay von den 3 Hasen der Abendsonne Spieleverlag auf unserem Channel Spielregeln, Spielanleitung angesehen. Das Video hat Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen.